kannst. Action, Film ab. Ja, ich feiere diese Dynamik zwischen uns beiden. Ich feiere das einfach. Was geht? Willkommen zu einem weiteren wunderschönen Video. Wir machen jetzt eine Inseltour. Wir haben hier eine Fremdenführerin. Antonia heißt sie. Die möchte uns heute die Ostseite der Insel zeigen. Ja, und da filmen wir das Ganze natürlich. Mit dabei ist Elif, die mittlerweile blaue Augen hat und deshalb eine Sonnenbrille trägt. Julius, der Akani auf dem Schoß hat, hinter uns im Wagen sind Max, Mo und Jody. Es wird eine wunderschöne Zeit. Ani kommt auch noch. Was? Julius, was? Akani ist gerade aus dem Fenster gesprungen. Oh, Akani ist weg. Jetzt wird's hier lustig. Wir fahren nämlich jetzt die Achterbahnstraße. Oh, alle Hände dann raus und los geht's. Yippie. Bremse. Das war's? Der Take? Ja, alles durch. Okay. Tobi, kannst du aufhören, die Bagger zu filmen, Alter? They built huge Sprungturm, but they did not know the water is here, not there. And if you jump down, you are completely dead. Please don't let the dog jump down, okay? Aua. When you aua. One more touch me, yes. I touch you back. I will stop filming. Au! Wir warten jetzt auf die anderen, bis gleich. Sheesh! Junge, was ist das für ein Haus einfach? Also wenn es ein Haus gibt, was zero barrierefrei ist, dann ist es das Haus. Kalbspieß mit Knochen oder paniert Schnitzenkuh. Oder aufgespießt Hähnchen. Oder auch hier Kartoffelschlagen. Okay, jetzt mal no joke, das sieht ja insane aus. Wir sind jetzt quasi gerade unter dem Rollfeld vom Flughafen, weil Madeira nicht genügend gerade Strecken hier. Und unten drunter ist so eine riesige olympische Sportzone, nennen die das. Da ist halt eine Kartbahn, wie ihr gerade sehen könnt. Und so maybe fahren wir sogar Kart, das weiß ich noch nicht. Aber wir wollten uns eigentlich die Ostseite der Insel angucken, die richtig, richtig schön ist. Ich verstehe jetzt nicht, wieso wir uns jetzt hierhin bewegen so ganz. Da ist doch jetzt irgendwie ein Feuerwehrauto hier. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Wir sollten uns hier treffen. Das ist einfach verlassener Parkplatz. Aber das ist hier tatsächlich eine alte Need for Speed Underground-Strecke. Das wissen ja viele Leute gar nicht, ne? Ey, das ist doch nicht... Krass, alles voll mit Scheiße. Ey, geil! Wieso filmst du das, du Assi? Du musst dich ganz sicher aufstellen. Mach doch mal was. Mann, ich bin komplett matschig. Ich hänge hier unter einem Flughafen-Rollfeld. Ist doch schön. Ja, nee, ja. Wir tun jetzt coole Shots machen. Ob das natürlich legal. Das ist der Chef. Chef! Hallo! 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 Mann, das hat alles kaputt gemacht. Kannst du mein Handy halten? Nee. Achso, ich soll das halten. Okay, warte kurz. Ui! Ja, gib ihm! Splitter Fuß. Da sind direkt 16 Dornen Alter, bei mir drinstecken. Digga, what the f. Und jeder einzelne tut. Oh! Mann, wieso passiert mir nur Scheiße? Heute ist dein Glückstag. Ah, Digga. Erstmal 16 wahrscheinlich giftige Dornen aus dem Fuß. Ah! Digga, mein Fuß tut weh. Mein Fuß tut so weh, ich glaube, die sind giftig. Ja, ich war auch über. Ja, ihr wart ja auch. Die machen das. Cool. Hallo. Hello, this is my friend Moritz. And he do also YouTube videos with the BMX. We can show you. Come on, stand up at this place. I do my content now. It's a skate park, you know? No? In Skatepark, you can do some tricks with BMX or... Da ist der... Also man muss mal sagen, das ist das einzige Tricksstück hier, was es gibt. Einfach so fett und rein. Der rein was so. Okay, versuch nochmal. Was werden wir alle schieben? Komm. Ja. Let's go. Was ist das für ein Geräusch? Wieso läuft hier Wasser in dem Wagen? Was ist das? Okay, wir fahren jetzt Go-Kart fahren wir jetzt, weil... Kart. Wo ist denn der Unterschied zwischen Go-Kart und Kart? Ja, das Go kannst du dir sparen. Ja. Dann fahren wir links, fahren wir Mann. Kart fahren wir jetzt. So, wir sind jetzt hier beim Essen. Und Max hat sich überlegt, dass er ein bisschen was von seinem Powersaft trinken muss. AKA Apfelschorle. Das ist Bier. Nee, du hast gesagt, dass du betrunken besser Kart fährst. Gar nicht. Ich bin der Fahrer. Ich, du musst wash hands. It's Corona time. So, ja, wann weißt du von einer Skala von 0 bis 10? Ja. 10 ist sehr gut, ja? Ja. 7. 7 ist okay. Ja. Und was machen wir jetzt? Kart fahren. Und hast du schon mal Kart gefahren? Ja, vor 10 Jahren oder so. Und hast du einen Führerschein? Nein. Und darfst du dann überhaupt Kart fahren? Ja. Und hast du nicht gerade vom Straßenverkehrsamt NRW eine Sperre für 10 Jahre ja. Führerschein bekommen? Ja.
Also wir arbeiten jetzt hier in der Küche auf der Kartbahn. Digga, du siehst aus wie der Typ aus Chris Rock Videos, der die Chips anrührt. So, willst du Kartoffelsalat auf dem Teller oder nicht? Ja. Okay, wir switchen jetzt einfach auf Quick Basis auf GoPro POV. Let's go. Wir haben leider keine Zeiten, aber ich glaube, es wird sich, also zeitmäßig wären es wahrscheinlich Tobi und ich gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Runde schneller hatte, aber ich habe jetzt auch nicht gemessen halt. Der Typ hat gesagt, die haben keine Transponder hier, ist ein bisschen schade. Aber ey, okay. Wir machen es gleich folgendes, wir stellen uns gleich alle in eine Linie. Ihr könnt sogar die Innenbahn bekommen und Tobi und ich starten hinten rechts außer euch, also außerhalb von euch. Es war ein bisschen blöd, weil wir da einen Windschatten haben und dann fahren wir gleich mal ein richtiges Rennen. Kannst du sagen, wer von uns beiden besser gefahren ist? Ich glaube, wir waren beide Real Talk auf dem Level so. Ja, also wir waren hier. Ich war sehr, wir waren beide aggressiv. Ja, wir waren absolut. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, lange nicht mehr gefahren, ey, wirklich sehr, sehr geile Strecke. Jetzt geht's zurück ins Airbnb. Wir wollten eigentlich noch zum Strand, aber das schaffen wir nicht mehr, denn ich habe noch einen Stream offen. Und natürlich machen wir das noch später, drehen wir noch eine Runde halt einen Sieg. Wird sehr schön. Ich würde sagen, wir fahren erstmal ins Haus, Alter, und dann geht's später, denn wir ein bisschen beim Kochen sind. Und Mo hatte noch vor, einen extrem kranken Stunt zu machen, mit dem BMX über den Pool zu springen. Schauen wir mal, ob das hinkommt oder nicht. Digga, ich hatte irgendwie, ich sah gerade aus wie Automechaniker, ich habe gestern einen auf die Nase bekommen von Mo und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich kann euch gerade das Ergebnis zeigen. Was soll ich sagen? Es ist gekommen, wie es kommen musste. Meiner Nase, hier, schaut mal ganz kurz, man sieht es vielleicht. Meiner Nase geht es komplett gut, aber Elis Nase ist tatsächlich gebrochen. Ja, danke sie dafür. Sie war heute nochmal, während wir Spaß hatten beim Kartfahren, hat sie gedacht, oh, ich habe noch ein bisschen Schmerzen, ich fahre nochmal ins Krankenhaus. Ja. Ist deine Nase gebrochen? Ja. Hast du eine Schiene drin jetzt? Nein, nur von oben, siehst du, so zu stabilisieren. Soll ich mal anfassen? Ja. Hey, das ist Angst, das ist nur das Tape. Ja. Und mehr nicht. Aber da, ja. Ja, und jetzt? Ja, nicht, das zeigt das so. Imagine, du hast dir die Nase gebrochen. Ja. Für 50 Euro, weil du gegen die Scheibe gelaufen bist. Ja, ey, danke an eure ganzen gute Besserungswünsche an Elif an der Stelle. Das hat scheinbar nicht geholfen. Hättet ihr euch ein bisschen mehr ins Zeug gelegt, dann wäre das nicht passiert. Schade. Können wir ja nochmal jetzt machen. Könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben, ne? Cool, dann können wir die Tage irgendwelche coolen Experimente mit deiner Nase machen, oder? Wie viel kann der Mensch vertragen? Gar keins. Okay, gut. So, wir haben extrem geil gerade Verstecken gespielt. Ich glaube, das war die längste Session, die wir jemals hatten. Das war verrückt. Wir haben ultra viele geile Sachen auf dem Tisch. Wir haben frisches Obst, Gemüse, Ananas und alles. Das ist Transition, Alter. Ja, ist ein bisschen weird, ich weiß, aber ich wollte nur kurz auf ein neues Stand bringen. Anyways, wir haben hier richtig viele geile, gesunde Sachen und ich habe mir überlegt, ich koche jetzt noch was. Das stimmt zwar nicht, wenn wir Pizza machen. Pizza mit zwei Eis von McDonalds, ne? So ein Ding nämlich. Hier. Ja, man muss doch mal einfach sagen, so Leute, wisst ihr, wenn es Urlaub ist, so. Ich werde das jetzt. Das Problem ist, ich habe halt Mo und Max versprochen, dass ich was kochen werde. Nee, die. Aber. Ist ja gucken. Komm mal kurz mit und wir müssen das ihnen jetzt irgendwie erklären. So, das ist ein bisschen. Boah, ich will es nicht machen. Ah! Hör auf! Alter, bist du behindert? Max, ich wollte euch jetzt nur ganz kurz einen Schreck einjagen. Und auf den einen Schreck. Die Reaktion war nur gespielt. Na klar, natürlich, na klar. Auf den einen Schreck folgt der nächste Schreck. Was? Max hat ein bisschen, der hat so eine neurosensitive Störung, das dauert. Was denn? Neurosensitiv. Was denn? Ich werde nicht kochen für euch. Okay. Warum stellst du? Machen wir jetzt einfach eine Fertigpizza und ihr könnt gucken, wo ihr bleibt. Was meine? Wir bestellen bei Kebabladen. Die Käsepizza ist von mir. Nee. Doch. Mo. Nimm ich dir den Feuerlöcher in meinen Kopf! Das ist meine! Ja. Nee, das ist gar nicht meine. Ich hab die weiße. Das ist meine. Das ist deine. Hä? Das sind beides deine. Oh mein Gott, sie haben sich geklont. Du hast gar keine. Doch, die. Welche? Hey, warum steht denn mein Eis draußen? Hier. Jetzt werde ich aber langsam sauer. Okay. Wollen wir mal den Kleber anyways. Oh, was? Oh! La 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 la! Ah la 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 la!
Ich wollte sagen, ich würde dann jetzt an der Stelle hier das Video abmoderieren, Leute. Das war's mit diesem heutigen wunderschönen Tag und gestern. Es war uns ein Fest. Wenn euch das Kartfahren gefallen hat, wartet ab. Wir gehen noch Paragliden, eine Höhlenerkundung machen, Jetski fahren. Ja, wenn du halt nach Hause gefahren bist dann, ne? Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, checkt alle anderen auf den Kanälen aus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, schaut und reingaufen. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt abgegangen. Ich hätte mich einfach umgebracht. Ciao, Tobi.